Hallo ihr Lieben, da begrüße ich euch auch schon wieder zu meinem nächsten Workshop. Ich habe heute für euch eine Karte mitgebracht. Ich glaube, ich mache auch noch Pakete, aber da bekommt ihr noch ein paar Fotos mit vielleicht noch ein paar mehr Ideen, weil ich habe jetzt im Moment nur das eine Muster und würde jetzt vielleicht noch in einer anderen Farbe oder zwei anderen Farben was anbieten wollen. Aber erstmal seht ihr jetzt, wie das gemacht wird. Und zwar ist das eine Karte, die ihr flach verschicken könnt. Das ist ja doch wichtig. Im Moment können wir ja nicht so wirklich was persönlich vorbeibringen, aber wenn ihr so eine schöne Karte bastelt, ist das ja wie ein Geschenk. Und die Karte wird man einmal hier so vorne. So. Okay. Und dann klappt man die auf und dann steht hier allerhand in dieser Karte auf. Könnt ihr das richtig sehen? Ich hoffe, da ist ein Osterhase, das ist alles mit meinen Stempeln gemacht. Das heißt, ihr habt dann in euren Paketen auch die Stempelabdrücke drin und könnt die erste Karte sofort machen. Und wenn ihr dann noch mal was nachbestellen wollt, dann wisst ihr ja, wo ihr es herbekommt. Alle Bestandsteile, alle Papiere, alle Stempelabdrücke sind in den Paketen mit drin. Und noch mal eine kurze Anleitung, wie die Maße sind, wenn ihr es dann noch mal nachbasteln wollt. So, dann fangen wir auch gleich an. Und dann geht's zurück auf meine Hände. Bis gleich. So, und da kommen wir auch schon zur Anleitung von unserer Pop-up-Karte. Ihr könnt die flach verschicken. Und wenn ihr die öffnet, kommen allerhand Motive raus. Dazu gibt es ein bisschen was zu beachten. Das bastel ich jetzt mit euch zusammen, noch mit einem anderen Motiv. So, sitze wieder mit meinem Heizlüfter hier, weil es wieder verdammt kalt ist. 12 Grad habe ich eben gesehen. So, wir haben unsere Trägerkarte. Das ist ein DIN A5 Bogen. Der wird einfach einmal in der Mitte gefaltet. Ihr seht, ich messe das jetzt nicht unbedingt immer mit der Schneidemaschine aus. Wenn man es einfach nur mittig zu falten ist, kann man sich das sparen. Und dann haben wir unsere Karte. Die ist schon fertig. Das ist schon eine Klappkarte. Und da müssen wir jetzt an der offenen Seite, die können wir zugeklappt lassen, dann kommt die Schneidemaschine durch. Schneiden wir 5 mm ab. Und an der kurzen Seite schneiden wir 1 cm ab. Damit die Karte nachher auch richtig schön hier reinpasst und überall den gleichen Abstand zum Rand hat. Das finde ich immer wichtig, dann sieht das schöner aus. So. Das erste, was wir machen, ist die schräge Falz anbringen. Und zwar, also ich habe das gar nicht abgemessen, aber ich weiß, dass ihr immer gerne alles abmesst. Dann werde ich das mir jetzt hier ganz ordentlich machen und mache das mal auf von der gefalzten Seite 5 cm, von der offenen Seite 5 cm. Und das verbinden wir jetzt gleich mit dem Falzbein ganz fest und knicken das einmal um und ziehen das ganz fest nach mit dem Falzbein. So. Dann wird die Karte aufgeklappt und das wird einfach nach innen geschubst. Zack. Dann habt ihr sowas. Ihr habt das vielleicht schon gesehen im Internet. Die werden jetzt immer im Grunde genommen verkehrt genommen. Man kann die auch super in die Richtung nehmen. Das ist was, was ich gerne mit den Kindern als Einladungskarte mache, weil wenn man die dann öffnet, kommen hier die Motive raus. Die können dann ruhig ein bisschen größer sein, weil die sich ja nach innen in die Karte legen. Und ihr müsst dann beim Aufkleben immer gucken, dass ihr bei dem Knick auch eine Falz im Motiv macht. Woran kann ich das jetzt zeigen? Wenn wir jetzt hier den Schmetterling hätten, müssen wir den in der Mitte falten. Und dann muss der ganz ordentlich über den Knick
geklebt werden und dann öffnet sich das, wenn man die Karte öffnet. Öffnet sich das, wenn man die Karte öffnet, genau. Der fängt an zu fliegen, wenn man die Karte öffnet. Besser. So, aber wir machen heute eine andersrumme Karte. So, okay. Jetzt haben wir die Falz drin und brauchen jetzt noch für unser Motiv, was hier hin soll, einen Steg. Und ich habe als Motiv jetzt mein kleines Püppchen hier ausgesucht. Die kriegt nachher noch ein Glitzerherz in die Hand. Genau. So. Aber man muss jetzt erstmal gucken, wo die hin soll. Ich packe die hier so in die Mitte hin. Dann nehmt ihr die Karte wieder raus, knickt die, macht die zu und schneidet dann mit der Schere in die geschlossene Kante einmal ein, circa 1 cm, ich glaube, ist ein bisschen mehr, ne? 1,3 oder so. Dann mit demselben Abstand nochmal daneben. Und dann wird das einfach umgeknickt. Ihr müsst wirklich, wirklich nicht alles abmessen. Dadurch wird die Karte unnötig kompliziert. Wichtig ist, dass die beiden Einschnitte gleich tief sind und ihr das schön ordentlich festfalzt. Dann wird es zurückgeklappt und ihr schubst das einfach raus. So könnt ihr ganz viele Stege hier überall anbringen. Vielleicht machen wir mal noch einen für einen Schmetterling, da kann man dann ein bisschen tiefer reingehen. Das ist jetzt eine ganz einfache Art, eine Pop-up-Karte zu erstellen. Was wichtig ist, ist, dass wenn das Motiv angeklebt wird und das zugefaltet wird, darf das Motiv hier vorne nicht rausschauen. Ja? Das heißt, ihr müsst immer das Motiv einmal flach hinlegen, bei der kleinen Puppe macht es jetzt nichts. Aber wenn ihr mal was Größeres habt oder eure Karte einfach kleiner ist, dann darf, wenn das Motiv am Steg anliegt und ihr das Motiv hinlegt, ich kann sie ja mal richtig rum hinlegen, dann sieht man es vielleicht besser, dann darf die hier nicht über den Rand drüber hängen. Ja, das ist ganz wichtig, sonst wenn man die Karte dann zuklappt, guckt die oben raus und dann ist es ein bisschen schwierig zum Verschicken. So, dann haben wir das. Und können eigentlich schon, nee, das machen wir noch nicht. Wir nehmen jetzt erstmal kurz die Deko. Ich habe hier einen Streifen Designpapier und jetzt kommt es wieder. Ich reiße gerne Daumenbreite. Die Seite, die man nach vorne zieht, das ist immer die schöne Seite. Seht ihr, die hat einen ganz schönen blauen Rand. Das ist für mich nicht so schön. Ich mag das nicht so, wenn das einen weißen Rand, das sieht immer aus wie so eine Sollbruchstelle, dann reißt man es einfach noch mal von der anderen Seite ab und dann kann man das schon mal einkleben. Der Streifen ist, glaube ich, bei mir jetzt etwas größer. Wenn ich die Pakete packe, dann werde ich die für euch perfekt zuschneiden, damit ihr da nicht auch noch extra was schneiden müsst. Lasst es jetzt einfach überstehen, ne, mit dem Rubbelkoll einmal um den Rand, in der Mitte ein Tüdelüt und schon so aufkleben, dass es an einem Rand passt. Dann muss man nicht zweimal schneiden und festdrücken. Könnt ihr schließen zum Festdrücken und einfach das Überstehende abschneiden. Bei dem Rubbelkoll ist das nicht so schlimm, wenn der an die Schere kommt, wenn man den ja einfach abrubbeln kann. So, und dann haben wir schon ein bisschen Deko hier drauf. So, dann machen wir für unsere Deckkarte unsere Dekoration. Da habe ich das schon vorgeschnitten für euch. Kommt einmal ein Stück Farbkarton. Ich will die Farben jetzt nicht unbedingt sagen. Wobei, das ist Bermuda-Blau, ihr seht es ja nachher selber, wenn ihr eure Pakete bekommt. Da stehen die Farben dann auch nochmal aufgelistet, falls ihr nochmal was nachbestellen wollt. Designpapier ist No Name. Die von Stamping Up sind mir manchmal doch zu sehr gemustert. Und dann habe ich auch immer nur zwei gleiche in einem Paket.
Und ich mag das gerne, wenn es ein bisschen dezent ist. So, das wird einmal übereinander gelegt. So, dann haben wir unseren Schriftzug hier. Wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Viele kennen das ja, aber eben nicht alle. Wir beim Stempeln dreimal tupfen am Stempelkissen und schön gerade abstempeln. Muss man sich immer in Erinnerung rufen, erst stempeln, dann das Etikett ausstanzen, damit ihr wirklich schön in die Mitte kommt mit eurem Stempel und zack, ausstanzen. Fertig. Und dann habe ich hier noch meinen kleinen Punktestempel. Dann kann man immer noch so ein bisschen. So, dann sieht es nicht ganz so kahl aus. Und dann kann man mit einem kleinen, ich habe jetzt hier sowas wie ein Kosmetikschwämmchen. Wir haben allerdings auch so richtige, echte Tupfer dafür. Geht man in Stempelkissen, wobei ihr solltet es eigentlich nicht machen, eure Stempelkissen kaputt machen. Ihr nehmt das Stempelkissen, drückt und dann kommt ein bisschen Farbe hier in die Mitte und das nehmt ihr auf ein Schwämmchen auf und dann könnt ihr den Rand anfärben. Das sieht immer ein bisschen künstlerischer aus. So. Ich zeige euch gleich nochmal an einem anderen Schriftzug, wie man sich jetzt hilft, weil wir haben das Etikett leider nur in einer Größe und dann habe ich das jetzt nochmal in Jade ausgestanzt und habe das mittig durchgeschnitten und dann kleben wir einfach unser Etikett so auf, dass ein Rand entsteht. So. Und umdrehen. Und ja, denkt daran, nie auf der bestempelten Fläche wischen, falls die Stempelfarbe noch nicht so trocken ist. So. Okay. Das kommt in die Mitte. Und zwar setzen wir das etwas höher mit 3D-Klebepads. Dann kann man, na, die wollen zusammenbleiben. So. Kleben das schön mittig auf. So. Und dann habe ich hier meine Blätter schon gestanzt. Und nehme wieder ein Kissen eigentlich zum Prickeln gedacht. Bei mir ist das so ein kleines Schaumstoffding. Ihr könnt auch zu Hause auch ein Mauspad nehmen, was ein bisschen dick ist. Und dann zieht ihr einfach da so Linien rein und dann könnt ihr die Blätter in der Mitte knicken. Dann sieht es ein bisschen lebendiger aus. Brauchen wir noch eins. Nochmal, einmal, zweimal, dreimal und wieder knicken. Ein bisschen Kleber hinten drauf. Und das Ganze schiebt ihr einmal oben links drunter. Nicht ganz so tief rein, weil da noch eine Blume drauf soll. Und einmal rechts unten. Ne? Immer. Huch, hier ist was los. Immer so diagonal, ja, einmal oben links, einmal unten rechts. Und tatsächlich oben links und unten rechts, andersrum sieht das immer ein bisschen verkehrt rum aus. Das ist wahrscheinlich vom Blick her, weil wir von links nach rechts lesen, dass man einfach links oben hat und unten rechts aufhört. Also ihr könnt euch das ja mal anders hinlegen und da werdet ihr sehen, was ich meine. So, jetzt habe ich hier noch mal eine, so eine Blume und so eine und dann nehmen wir noch die. Habe ich mir schon alle vorher ausgestanzt, damit das jetzt hier nicht so ewig dauert, mein Video. Ich hoffe, dass ich auch alles habe. So.
Jetzt habe ich was. Ich hatte letztens, bei dem letzten Video hatte ich extra so ein Teil in der Hand, womit ich das gemacht habe. Ich zeige euch das mal. Das ist hier von meinem Knetzeug. Aber zu Hause hatte ich das nicht. Und dann habe ich einfach hier von meinem Bleistift die Rückseite genommen und reingedrückt. Und das geht genauso gut. Ja, also ihr müsst jetzt nicht wie verrückt losrennen und da so einen Knetstift holen, sondern einfach die Rückseite von einem Bleistift. Meiner ist jetzt natürlich besonders schön. Ist ja auch meiner. So. Dann kleben wir die eine Blume wieder unten. Rechts, oben, links. Dann habe ich noch zwei kleine Glitzerblümchen ausgestanzt. Die kommen hier in die Mitte. Einmal. Die muss ich jetzt da auch noch mal reindrücken. So, ups. Naja, der verschwindet, der Kleber. Der trocknet ja transparent und klebt dann auch nicht mehr. Ja, das ist das Besondere an dem Kleber, den ich hier verwende. Wo der sich rausquetscht, trocknet der einfach komplett trocken auf und klebt nicht mehr überall rum. So, dann machen wir mal hier einen Klebepunkt hin, da. Und hier und da. Und dann machen wir eine hier hin. Eine hier hin. Und so. Und so. Da haben wir schon die Vorderseite von unserer Karte. Glitzersteinchen. Nichts geht ohne Glitzersteinchen. Und ich nehme wieder hier meinen Knetradiergummistift. Und Klebepunkte dahin, wo der Glitzerstein hin soll. Hier auch nochmal. Zack, zack. Dann können wir mal einen großen nehmen. Den setzen wir hier hin. Und dann nehmen wir noch ein paar kleine. Die kommen in die Blumenmitte. Das ist alles im Paket dann drin für euch, ja? So, dass ihr wirklich erstmal gleich loslegen könnt und nicht erst was bestellen müsst und warten. So, okay. Jetzt haben wir unsere Hülle. Jetzt können wir erstmal an der Karte weitermachen. So, jetzt wollte ich euch eigentlich hier nochmal das Püppchen. So, das habe ich hier auf Flüsterweiß gestempelt. Ausmalen weiß ich ist jetzt nicht unbedingt so, dass man es zeigen muss, aber es gibt so ein paar Sachen, die auch noch nicht alle gesehen haben. Ich male meine Buntstifte immer an, nicht dass da irgendwie Dreck dran ist, gerade wenn man was Helles macht. Erstmal den Körper, bisschen rosa. Ich male viel mit Buntstiften, auch mit Aquarellbuntstiften. Allerdings tut es gar nicht unbedingt Not, dass man Aquarellbuntstifte hat. Manchmal funktionieren auch ganz einfache Buntstifte. Jetzt habe ich noch ein bisschen dunkler, dann kriegst du noch ein bisschen Bäckchen. Zack, kriegst du nicht so blass um die Nase. Nicht so wie ich. So, dann, da ich ja alles in Blau-Türkistönen habe, male ich die mal hier gerade aus. So, und bei meinen Motiven habt ihr hier immer diese Punkte drin, dann wisst ihr ganz genau, wo eigentlich die Schattierung hingehört. Das heißt, hier, wo die Punkte sind, da malt ihr die dunkle Farbe hin. So, dann nehmt ihr eine Nuance heller und füllt den Rest aus. Geht ruhig über das Dunkle nochmal drüber, dann verbinden sich die Farben. So, bei den Haaren, da mache ich jetzt nur ein bisschen Blau in die Spitzen rein. Das ist halt eine besondere Elfe. Aber ich habe gar keine Flügel für die gestempelt. Die hat ja eigentlich noch Flügel. Aber die habe ich jetzt gerade leider gar nicht hier liegen. Aber das. So, und ein bisschen so, schwacher werden. So, dann haben wir hier, der nennt sich Blender, ein Blender-Pen. Der ist
komplett farblos. Ein bisschen nimmt er dann natürlich immer die Farbe an, dann müsst ihr den immer so abmalen. Und damit geht ihr jetzt ganz einfach hier rüber, über das Gemalte. Und dann werden die Übergänge ganz weich. Macht ihr hier oben auch. Dann sieht es fast aus, als hättet ihr die mit Filzstift ausgemalt. So, um jetzt auf die Haut zu gehen, drehe ich das nochmal um, obwohl hier ist jetzt auch blau. Immer abmalen, ja, und dann könnt ihr darauf gehen. Und gestempelt ist es jetzt gerade mit unserem Memento-Kissen, was wasserfest ist. Ne? Das muss ein wasserfestes Kissen sein, wenn ihr mit dem Blenderpen darüber malen wollt, sonst verwischen euch die Konturen. So, ausschneiden brauche ich euch nicht zeigen. Oder doch? Vielleicht doch einmal hier. Ich benutze immer den Finger, den vorletzten und den Daumen. Das kommt noch aus meiner Zeit als Friseurin. Und ich versuche immer relativ weiche Übergänge zu machen. Nicht, und immer circa 1 mm Abstand zum Motiv lassen, weil hier bei diesen Haaren, das würdet ihr nie perfekt hinbekommen. Ihr würdet dann immer in die schwarzen Linien reinschneiden und das sieht dann nicht schön aus. Schöner ist es, wenn man einfach einen Rand lässt, weiche Übergänge macht, dann knicken die Motive auch nicht so schnell um. Und da unsere Karte weiß ist im Hintergrund, fällt das sowieso nicht so auf. So, nicht ihr den Füßchen abschneiden, das wäre sehr schade drum. Und zack. Okay, dann haben wir schon zwei. So. Da machen wir ihr auf den Fuß ein bisschen Klebe und kleben sie hier vorne an den Steg an. Nur kurz zum perfekten Ansetzen flach legen. Ihr dürft nicht über den unteren Knick hinauskommen und auch nicht über den oberen gleich wieder öffnen. Und dann drückt ihr das einfach mal von hinten so ein bisschen fest. Ihr könnt jetzt auch einmal zuklappen. Müsst nur aufpassen, wenn er mit dem Kleber ein bisschen großzügig war, dass es nicht festklebt. Und dann sitzt die schon am Steg. So, dann wollten wir hier mal noch einen Schmetterling. Finde ich eigentlich ganz schön. Schmetterlinge, wie immer in der Mitte knicken. Und dann kleben wir hier gleich den kleinen Schmetterling noch drauf. So. Und ein bisschen Kleber an den Steg und mit einem Flügel ankleben. So, meiner wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen raushängen, macht nichts. Meine Karte wird ja nicht verschickt. Also wenn ihr sowas macht, dann geht ihr einfach ein bisschen weiter rüber mit euren Motiven. Ihr könnt euch die ja vorher anlegen. So, jetzt haben wir noch mal Blätter. Wo ist mein? Da. Auch nochmal knicken. So. Einmal oben ankleben. Und dann machen wir das Etikett. Und zwar habe ich hier einen Schriftzug. Genießt die Zeit, das ist vielleicht im Moment relativ passend, wenn wir mal alle zur Ruhe kommen, anstatt zu schimpfen, dass man das und das alles nicht machen kann, einfach mal das genießen, dass man ein bisschen runterkommen kann. Und nicht immer so ganz im Zeitstress ist. Eine schöne Karte, die ihr vielleicht auch verschicken könnt, an die, die ihr im Moment nicht besuchen könnt. Die kann man auch dann schön, die Leute können die Karte schön offen stehen lassen. So, ihr habt gesehen, wieder den Rand angefärbt. Und jetzt nehmen wir das Etikett und schneiden das in der Mitte durch. Zack. Und kleben wieder eine Hälfte auf
Und die andere Seite. So. Okay. Na, hier sieht es ja aus. Einfach mal alles wegschieben aus dem Bild. So, dann sieht es fast wieder ordentlich aus. Kleben wir auch wieder mit 3D-Klebepads auf. So, der Schriftzug kommt hier unten hin. Da machen wir uns noch mal ein Blatt. Eins. Oh, der ist aber abgehauen. So. So. Knicken. So. Einmal hier untersetzen. Dann nehmen wir uns wieder eine Blume. Zack. Setzen die hier hin. Die kriegt nachher noch einen Strassstein. Das andere Blatt setzen wir jetzt hier an. Können wir noch eins nehmen? Ich habe hier noch eins. Und zack. Das setze ich hier noch hin. Wichtig ist, dass ihr jetzt hier nicht über den Knick rüber klebt. Ja? Wenn, dann muss es ganz fest und auch mitgeknickt werden. Ich will die aber lose haben, dass sie ein bisschen hoch stehen. Nochmal ein Blümchen. So. Kommt hier hin. Ja, auch hier wieder nicht über den Knick rüber. Und dann, oh, ich habe hier noch einen Schmetterling. Wo können wir den denn noch? Ja, dann nehmen wir eine dunkle Blume nach oben. Dann passt der Schmetterling da auch wieder hin. So. Und den Schmetterling, den klebe ich jetzt mit 3D-Klebepads auf. Bei mir darf der jetzt über die Karte hinaus gucken, weil ich die ja nicht verschicke. So, okay, guck mal, so sieht das jetzt aus. Und jetzt kriegt erstmal mein Püppchen, sollte da ein Herz drauf kriegen. Das müssen wir jetzt flach aufkleben, sonst klappt das nicht. Und da lasse ich ein bisschen, dass man die Hand noch sieht, und setze das Herz daran. So, und dann hat die Puppe ein Herz in der Hand. So, dann mal noch ein paar kleine Blümchen mit drauf setzen. Und so. Alle einmal etwas eindellen. Zack. Und hier mal noch eine hin, da sieht so einsam aus. Und hier noch eine hin. Hier oben, wo die sich so überkreuzen. Und na, mein Schmetterling, sitzt ihr ja ganz schön da im Genick. So, okay. Also alles ein bisschen weiter rüber, wenn ihr das macht, ja. Ich habe hier, mal gucken, bei mir sind das jetzt hier
3,5 Zentimeter von der Falz bis zu dem ersten Schnitt. Ich würde sagen, wenn ihr das alles rüberbringt, wenn ihr die 2 Zentimeter macht, dann müsste das hinpassen. So, jetzt muss ich kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. Hat das doch gerade geklingelt hier an der Tür. Da musste ich mal eben gerade ein Päuschen machen. So. Ja, ich glaube, jetzt ist ja schon alles trocken hier. Also das gefällt mir jetzt gar nicht, dass das da so nah dran ist. Aber das ist jetzt leider gerade nicht zu ändern. So, dann kommen wieder meine Glitzersteinchen. Und dann ist die Karte auch schon fast fertig. Schön ist hier, wenn er versucht, zwei Sprüche zu finden, die so ein bisschen zusammenpassen. Weil die Karte hier innen ohne Spruch tatsächlich wirklich ein bisschen langweilig aussieht. So, okay. Kommt ein großer auf die große Blume. Ihr seht, es geht ganz wunderbar hier mit diesem Stift. Und zack. Oder ist wieder. Manchmal trennen sich die Glitzersteinchen von ihrer Trägerfolie. Da müssen wir nochmal einen neuen nehmen. Mal sehen, ob das abgedeckt wird. Mal genug Kleber drauf. So. Und einmal hier. Und oh, nochmal. So. Okay. Aufräumen ist ja hier einfach. Mache ich zu Hause jetzt auch immer so. Dann ist schnell Ordnung geschaffen. So. Jetzt müsst ihr nochmal, wenn ihr die Karte einklebt, ein bisschen vorsichtig sein. So, um die eingeschnittenen Stege herum und nehmt dafür bitte einen flüssigen Kleber auf jeden Fall, damit die Karte sich da noch ein bisschen bewegen kann, wenn ihr die einklebt. Wenn ihr das mit Klebeband macht, dann müsst ihr die einfach, wenn ihr die nochmal abreißen müsst, dann macht ihr euch die Karte kaputt. Deswegen bei sowas immer flüssigen Kleber. So. Karte öffnen und einmal einlegen. Nochmal gucken, dass die gerade ist. So. Und leicht andrücken und Augen zu und durch. Einmal flach drücken. Auch hier ist es eigentlich schlauer, von hinten zu drücken, damit ihr da keine Klebereste, die ihr jetzt vielleicht an den Fingern habt, mit drauf schmiert. Und umdrehen. Und einmal. Und tada! Fertig ist die Karte. Ich finde die total süß, wenn nicht der Schmetterling ihr so ins Auge hängen würde. Ich glaube fast, die muss ich jetzt einfach mal ein bisschen kleiner schneiden. Dann stört mich das vielleicht nicht mehr so. Wirklich ist jetzt ein besonderer Schmetterling, der sieht jetzt einfach mal anders aus. Und sonst gucke ich immer wieder nur auf diese Stelle. Ah, nicht ganz so schön. Hier noch mal rund. Man muss sich nur zu helfen wissen. Und hier auch noch mal ein bisschen runder. So, ah, der ist schon besser. So, damit es nicht so auffällt, machen wir da einfach mal noch einen Glitzerstein hin. Ihr seht, ich muss auch immer noch mal ein bisschen improvisieren. Und Fehler werden einfach mit Glitzer überdeckt. So, jetzt ist, dann sieht man den dicken Bauch nicht von dem Püppchen. So, okay. Und
So sieht das dann aus. Bin immer noch nicht zufrieden. Kann sein, wenn ich das Foto nachher mache, dass der Schmetterling da ab ist und ein bisschen anders sitzt. Ne? Oder mache ich das gleich sofort? Das ist ja furchtbar, wenn man das so sieht. Ganz vorsichtig. Oh. Das war nicht ganz so vorsichtig. So. Jetzt liegt hier natürlich nicht praktischerweise gleich ein Schmetterling noch rum. Oder? Falsche Farbe. Also, so rum wäre der jetzt schöner, ne? Aber die Farbe ist jetzt gerade falsch. Ich mach nochmal Pause. So, da schwebt auch schon der richtige Schmetterling. Den verunglimpften, den entsorgen wir mal gleich. So. Und jetzt kleben wir den mal richtig rum hier an. Mein Steg ist jetzt leider schon so ein bisschen dünn. Und jetzt... So, dann fliegt der nach innen und dann steht der da nicht so im Weg. Oh, Püppi, nach vorne. So, jetzt ist es aber wirklich schön. So, jetzt ist es wirklich gut. Okay, ja, Platz zum Schreiben hat man bei meinen Karten immer nicht so wirklich. Aber ihr hättet ja auch noch eine Rückseite. Ja, für mich ist das einfach, ist so eine Karte einfach auch wie ein Geschenk, weil die können die hinstellen. Und da freut sich bestimmt die Tante, Oma, Schwester, wie auch immer, wen ihr oder eure Freundin, wenn ihr den jetzt mal per Schneckenpost ein schönes Kärtchen zukommen lasst. So, dann will ich mal sehen, ob ich noch was zusammengepackt kriege für andere, für wenigstens eine andere Farbvariante. Und dann sage ich erstmal Tschüss.